Yo, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft in der 1.21. Warum habe ich Bruchstein in der Hand und warum ist dort hinten Bruchstein? Ich habe ein bisschen was ausprobiert und zwar habe ich unsere Welt mit einem schicken Shader versehen. Ne? Und genau, das ist der Grund, warum hier überall Bruchstein rumgammelt. Das machen wir später wieder weg. Ich habe keine Spitzhacke am Start. Aber ne, wir haben einen neuen Shader, was mir sehr gut gefällt und ich hoffe, euch gefällt es genauso. Ich habe auch natürlich, muss ich ja dazu sagen, auch ein paar Texturenpakete ausprobiert, aber da hat mir am Ende nichts gefallen und ich habe mich dann dafür entschieden, die Original-Minecraft-Texturen hier zu lassen und einfach bloß den Shader drinnen zu lassen, um uns da ein bisschen mehr Luxus zu gönnen. Ist dem geschuldet hauptsächlich, dass ich mir einen neuen PC geholt habe, ne, der so ein bisschen besser ist als mein alter. Und genau, und deshalb werden wir jetzt hier in dieser Welt mit dem Shader weitermachen. Ich habe mehrere Stunden damit verbracht, das Ganze einzustellen, so dass es alles funktioniert. Ne? Ich kann ja auch mal kurz hier gucken. Wir haben jetzt 61% oder 60% GPU-Auslastung und 119, 117, 116 FPS von 120, die ich eingestellt habe als Maximum. Und genau. Ich habe Fabric mit drin und ja, was ist noch erwähnenswert? Wir haben 16 GB Arbeitsspeicher jetzt alleine für Minecraft. Na, das habe ich so eingestellt. Ist auch gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe. So umständlich. Genau. Okay, also das ist so das Wichtigste, was ich jetzt gesagt habe. Und ich habe mich natürlich ein bisschen in der Welt hier ausprobiert. Und deswegen, wie gesagt, mit den Texturen auch vor allen Dingen. Deswegen gammeln die Bruchsteine hier rum. So, und habe dann aber eine extra Welt dafür erstellt und habe da ewig, ewig rumprobiert, bis es alles so war, wie ich mir das gewünscht habe. Ne? Wir haben jetzt hier auch Blätter, die sich bewegen. Ne? Das Gras bewegt sich auch. Und ja, es ist eigentlich fast alles am Shader eingeschalten, auch Wasserspiegelung und so weiter. Ne? Also da sind wir ganz gut am Start und mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Ich hoffe, euch geht es da genauso. Was ich jetzt hier sehe, die Sachen sehen ein bisschen anders aus. Ne? So, jetzt kommen wir aber zum Wesentlichen, Leute. Wenn mir noch was einfällt, dann erzähle ich euch das zwischendurch noch. Genau. Wir gucken dann, der Apfel sieht auch anders aus, ne? Kann auch durch einen Shader sein, I don't know. Das, da habe ich jetzt keinen Plan. Die Diamanten behalten wir uns gleich mal. Bruchstein könnten wir eventuell schmelzen, aber wir gehen erstmal zum Dorf. Schauen, was die Bibliothekare dort für uns parat haben. Jetzt sehen wir so ein bisschen die Lichteffekte schon mal, ne? Von den Fackeln zumindest erstmal. Also, mir gefällt das Ganze sehr gut. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure ehrliche Meinung dazu in die Kommentare. Ne? Kann auch sein, dass sich das Mikrofon jetzt ein bisschen anders anhört, ne? Weil ich habe auch ganz paar Stunden oder so, naja, ja, 2-3 Stunden auf jeden Fall am Aufnahmeprogramm, also OBS, rumgefummelt, damit ich die richtigen Einstellungen finde und eben auch dann am Start habe, ne, wegen der ganzen Qualität und so weiter. So, hier haben wir auch noch mal Schwarzpulver. Eigentlich könnten wir den Esel mitnehmen, ne? TNT kann erstmal weg. Guck mal, der Rosshane sieht auch anders aus. Hier haben wir noch ein bisschen Fleisch. Gut, die werden auch ein paar Strohballen da haben, ne? Kohleblöcke. Ja, hier sind ja unsere Karten, die habe ich schon fast vergessen. Ich habe jetzt auch ein oder zwei Wochen gar nicht aufgenommen, ne? Die Folge nehme ich jetzt hier am Sonnabend auf und Sonntag kommt die für euch dann online. Also quasi einen Tag später.
So, die Bündel können wir auch hier lassen. Bücher, die brauchen wir dann auf jeden Fall auch, weil wir uns ja einen Zaubertisch machen wollen. Und dazu brauchen wir ja Bücherregale. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Bücher dort im Dorf. So, hauptsächlich will ich halt erstmal gucken, was die Bibliothekare für Zauberbücher für uns am Start haben. Guck mal, hier haben wir ja schon 4 Smaragde drin. Da brauchen wir eh ein bisschen Holz. So, dann nehmen wir dann den Esel mit. Machen wir uns mal eine Fichte runter hier. Vier Fackeln haben wir noch, aber gut, da können wir uns dann auch noch ein paar machen. Wir haben ja Kohle. So gut, nachpflanzen können wir später dann auch mal. Hängt das hier irgendwo zusammen? Ja, dann kann das ja leider nicht despawnen. Guck mal, da ist schon ein Setzling, nice. Komme ich jetzt nicht ran, hä? Das will ich auch weghaben. So, da können wir uns hier gleich mal den Setzling einpflanzen. Zack. So. Ja, zu den Texturenpaketen nochmal. Da habe ich halt ein paar auch ausprobiert. Dann hatte ich gedacht, dass ich schon eins gefunden habe, was mir ganz gut gefällt, ne? Aber da war die Lava extrem plastisch irgendwie und das hat mir dann gar nicht mehr gefallen. Zum Beispiel auch der Bruchstein hat mir nicht so gefallen. Da hast du gar keinen Unterschied gesehen, ob das nun... Den Esel haben wir vergessen, ne? Ob das nun Bruchstein oder Cleanstone ist. Also das hat mir zum Beispiel auch nicht gefallen. So, warte mal. Den Esel wollte ich mitnehmen. Und wir müssen in die Richtung dort, ne? Ich glaube schon. Wir müssen auch was essen. Ansonsten endet das ganz böse hier. Sehr gut. Die Hunde können hier auf unsere Items aufpassen. Gut, mit dem kommen wir hier rüber. Da sollten wir mit dem eigentlich zum Dorf kommen. Hier kommt er nicht durch. Hier auch nicht. Das ist natürlich ein bisschen Growth Pine Tiger. Old Growth Pine Tiger. Gut, wir steigen mal ab und schlafen erstmal eine Runde. So, wir müssen weiter in die Richtung hier, ne? Irgendwo muss doch hier das Dorf sein. Ansonsten muss ich mich jetzt gleich mal hochstecken. Ich weiß nicht, wo das verdammte Dorf war. Na gut, aber hier müssten wir eigentlich durchlatschen können, ne? Ist ja bloß ein Block tief. So, da wollen wir mal schauen, was die Guten hier sagen, ne? Was die so alles für uns haben oder auch eben nicht. Okay, erstmal 2 Zombie-Villager. Ich hoffe, die sind nicht alle Zombies, ne? Haben wir hier irgendwo ein Gehege, wo wir den Esel lassen können? Alter, alle Zombies, ne?
Na super. Ja, ich glaube, ich muss die mal töten und dann sperren wir den Esel dort ein, ne? Und wir sperren den Esel hier erstmal ein. Ich hoffe, hier sind noch ein, zwei Villager drüber geblieben. Ah, der geht gar nicht hier rein, ne? Ja, gut, egal. Tja, das ist dann wohl dumm gelaufen. So, bin ich mal gespannt, ne? Alter, das sind gar keine Zombie-Village. Ich bin ja so blöd. Die haben einfach grüne Klamotten an, ne? Ich bin ein Trottel. Oh mein Gott. Wie doof kann man sein? So, das ist schon mal ein Gerber. Und noch ein Gerber. Wie soll es doch anders sein? Ja. Gut, dann haben wir aber schon mal. Er will den Job aber wohl nicht annehmen. Oder wie oder was? Wollen sie nicht? Ja, die wollen meine Jobs halt nicht haben, ne? Ich hoffe, der Esel wartet schön hier. Alter, bin ich ein Trottel. Dachte ich voll, dass das Zombies sind, ne? Naja, gut. Besser spät als nie. Jetzt mal wieder die alte Devise. Hier haben wir noch einen. Ah, genau, ich muss denen ja ihre Arbeitsplätze wegnehmen, damit sie einen neuen Job annehmen. Ich bin total durch, ne? Total lost. Verbrennung hat der. Hm. Ist erstmal nicht so vorrangig. Verbrennung. Ich glaube, Glück haben die auch, wenn sie Master sind. Was der Schmied hat. Schärfe 2 und Verbrennung. Na gut, ist aber ein Eisenschwert, ne? Ja, von dem, den lassen wir erstmal die Finger. Okay, dann kann ich ja den anderen beiden auch einfach die Arbeitsplätze wegnehmen. Wo ist der Esel? Ich hoffe, der bleibt hier irgendwo, ne? Was machen die denn jetzt? Mittag oder was? Sind alles welche ohne Arbeit. Die wollen meine Jobs nicht haben, ne? Ja, vielleicht auch, weil Mittagspause ist. Ich habe keine Ahnung. Dann gehe ich erstmal wieder nach hinten. Wir müssen da wieder hin, ne? Da ist doch unsere Formation.
die mir gar nicht mehr so gut gefällt, aber wir machen da das Beste draus, ne? Irgendwie ist das nicht so nice, wie ich mir das gedacht habe. Aber egal. Wollen wir nie rumjammern? Wir bleiben jetzt dort. Machen es uns da schön. So schön wie möglich. So, wo ist verdammt? Wo hab ich ihn jetzt? Meine Bären. Bücherdinger gelassen. Auch eine coole Bude mit zwei Türen hier drin. Alter, wo sind meine... Wo ist mein Bett? Hier wohl nicht. Ah, da ist ja mein Bett. Da hat sich schon einer gemütlich gemacht. Und wir machen mal lieber die Tür zu hier. So, dann gehen wir erstmal pennen und dann versuchen wir es nochmal weiter. So, wo habe ich jetzt aber die beiden? Ich glaube, das war in die Richtung, ne? Ah ja, hier ist der Golem und da stehen die beiden Tische. So, da müssen wir den jetzt hier... ihre Cauldrons wegnehmen. So, Brote haben wir auch erstmal wieder. Aber bevor wir die wegmachen, werde ich erstmal die Axt und die Spitzhacke machen, die ich wollte. So, dann müssen noch vier Stöcke hier hin. Die muss ich auch erstmal machen. Ich hält. Super gemacht. Ja, so kann das manchmal gehen. Ich bin völlig lost, weil ich so lange an dem Ganzen hier dran war. Und das am Ende halt so hingekriegt habe, wie ich das gerne möchte. Und das ist natürlich auf der einen Seite eine schöne Sache, aber es hat mich auch ganz schön geschlaucht. So, warum kann ich ihn jetzt aber nicht? Ja gut. So, jetzt die Spitzhacke. Und dann kann das weitergehen hier. So, wir haben zwei neue Aldrins und die sind den Arbeitsplatz erstmal los. Sind denn die überhaupt, die Halunken? So, ich bin auch mal gespannt, ob das alles mit meinem Mikrofon klappt und so, ne? Ist also erstmal mehr oder weniger auch erstmal ein Testvideo. Jetzt hat er gar nichts und der Flamme. Ja gut, wir müssten die natürlich erstmal hochtrainen, ne? Flamme und Verbrennung und in der Masterstufe haben sie noch Glück. Das heißt, dann können wir jetzt auch erstmal gut sein lassen. Wir brauchen natürlich ganz viel Papier und wir brauchen ganz viel anderen Stuff. Bücher brauchen wir natürlich auch, ne? Da können wir jetzt allerdings noch mal gucken.
wie das hier aussieht. Ja, ich dachte, wenn es regnet, wird die Erde auch ein bisschen nass sein. Ich weiß nicht, ob ich das zwischendurch mal ausgeschalten hatte vielleicht. Kann natürlich auch sein. I don't know exactly. Was geht denn hier eigentlich ab? Ach, hier sind zwei so eine Öfen, Schmelzöfen. Okay. Hier unten waren wir drinnen, ne? Genau, hier sind die Kühe, da waren wir drin. Bücherregale haben die hier scheinbar keine. Alter, da dachte ich, das sind Zombie-Villager, ne? Die haben mich sowas von verarscht. So, hier hatten wir reingelinst. Und hier ja auch. Hier ist einmal nix. Gut, die haben wahrscheinlich keine Bücher, ne? Ah, hier ist der Waffenschmied. Den haben wir ja vorhin schon gesehen. Und von dem wollen wir jetzt nix. Ja, das mit dem Regen und mit dem nassen Boden, das müssen wir uns nochmal anschauen. So, Leute. Gut. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Feierabend und sehen uns dann in der nächsten Folge auf unserem Grundstück wieder. In unserer oder bei unserer zukünftigen Base. Und ich hoffe, dass euch das Ganze hier gefällt. Mit dem neuen Look, ne? Alles bisschen realistischer. Das Wasser gefällt mir am besten. Und die Einstellung gucke ich mir dann nochmal an. Und wenn es euch genauso gefällt wie mir oder eben auch nicht, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und lasst mir gerne auch ein Däumchen nach oben da. Und lass ein Abo da, dass du nichts Neues mehr verpassen kannst. Wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, dann wirst du natürlich über jedes neue Video informiert, indem du eine Benachrichtigung bekommst und das alles völlig kostenlos und nur ein kleiner Klick und ich suche den Esel jetzt. Bleibt mir gesund, meine Freunde, und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, ciao, euer Jens.